Moin Leute, Venom sind back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Rockstar Games beginnt den 20. Geburtstag von GTA 3 zu feiern. Das Ganze mit ein paar Geschenken. Wenn du wissen willst, was jetzt alles sozusagen zu diesem Jubiläum kam, dann bleib dran. Falls du neu bist, lass doch gerne kurz ein Abo da, mach die Glocke an und wenn du Bock hast, gib schon mal gerne einen Daumen nach oben für das Video. Ich würde sagen, wir starten sofort rein. Wie immer wird noch ganz kurz eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an JannisGamer98. Er hat geschrieben, könntest du mich im nächsten Video bitte grüßen. Jannis, vielen Dank für deinen Kommentar und Gruß geht raus an dich. Rockstar Games hat uns ja bereits vor circa 1 bis 2 Wochen angekündigt, dass wir im Oktober, also Ende diesen Monats, noch einiges an Events und an Geschenken erwarten können. Und damit geht's jetzt eben los. Liegt einfach daran, dass GTA 3, also das Spiel, am 22. Oktober 20 Jahre alt wird, denn im Jahre 2001, am 22. Oktober, kam das Ganze eben raus. Und das will Rockstar Games mit uns in GTA Online feiern. Die richtige Feier und die ganzen Events und Geschenke, die eben angekündigt sind, kommen wahrscheinlich jetzt erst dann nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, denn am Freitag ist es ja soweit. Aber Rockstar Games hat bereits schon mal angefangen, haben sie zumindest auf dem Rockstar Games Newswire so geschrieben. Zunächst haben sie geschrieben, erhaltet dreifache Belohnung für Sumo zu Ehren des Jubiläums von GTA 3 und wir bekommen noch ein kleines Geschenk, aber man muss direkt sagen, das ist kein krasses Geschenk, das ist eigentlich so wie immer. Und zwar ist es dieses wunderbare T-Shirt und Rockstar Games hat eben dazu zum Geburtstag von GTA 3 folgendes geschrieben. Wenn ihr bis zum 20. Oktober zu einem beliebigen Zeitpunkt GTA Online spielt, erhaltet ihr das Rockstar Games Schrift-T-Shirt, das erste T-Shirt aus einer Kollektion voller Erinnerungen mit besonderen Kleidungsstücken und Designs anlässlich des 20. Jubiläums von GTA 3. Der Fokus bei dem Satz liegt eigentlich eher darauf, dass wir jetzt anscheinend eine ganze Kollektion voller Erinnerungen bekommen. Ich hoffe jetzt mal, die meinen damit nicht irgendwie einfach nur eine Kollektion von verschiedenen T-Shirts, weil wenn wir ehrlich sind, diese T-Shirts braucht man halt nicht. Ich hoffe, diese Erinnerungen sind auch ein paar andere Sachen. Ihr könnt ja mal an der Stelle ganz kurz in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn wünschen würdet bezüglich GTA 3, also irgendwie bestimmte Designs, vielleicht irgendwelche alten Fahrzeuge, die dann irgendwie ins Game kommen oder halt einfach vielleicht Geldgeschenke. Also alles auf jeden Fall besser als diese komischen T-Shirts, würde ich mal sagen. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir jetzt dann eben im Laufe der Woche da Bescheid wissen. Entweder bekommen wir die Sachen schon am Donnerstag, wäre aber allerdings ein Tag zu früh. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich am Freitag, was dann eben der 22. Oktober, also der Geburtstag von GTA 3 ist, dass wir an diesem Tag dann eben einige Sachen und hoffentlich Events in GTA Online bekommen werden. Es gibt auch noch eine weitere ziemlich nice Sache und zwar, wenn ihr Twitch Prime oder eben Amazon Prime habt, dann bekommt ihr $100.000, wenn ihr euch einfach ein einziges Mal in dieser Woche in GTA Online einloggt. Und es gibt noch was und zwar bekommt ihr 35% Rabatt auf den Dinker RT3000, ist ja das eine neue Fahrzeug, und ihr bekommt 65% Rabatt auf den Lamparta di Casco, wenn ihr eben Prime Gaming Mitglied seid. In dem Sinne hoffen wir, dass die Geschenke und Events, die noch kommen, deutlich besser sind als dieses T-Shirt und dass ja das T-Shirt eben jetzt das erste und auch letzte bleibt. Ansonsten soll es auch schon gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf Freitag. Ich hoffe ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst kurz ein Like da. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. In dem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Haut rein und ciao.